Neben Tieren und Menschen können auch Pflanzen Wirte und Parasiten sein. Parasitäre Pflanzen entziehen anderen Pflanzen Nährstoffe, Mineralsalze oder Wasser. Ein bekanntes Beispiel sind Misteln. Sie leben auf und in den Ästen von Bäumen. Misteln betreiben eigenständig Photosynthese und produzieren somit ihre eigenen organischen Nährstoffe. Wasser und notwendige Mineralsalze beziehen sie allerdings aus dem Wirtsbaum. Hierfür verfügen parasitäre Pflanzen oft über besondere Saugorgane, die Haustorien. Mit diesen dringen sie in die Leitbündel des Wirtsbaumes ein. Pflanzliche Parasiten, die eigenständig Photosynthese betreiben, ihrem Wirt aber Mineralsalze und Wasser entziehen, werden Hemi- oder Halbparasiten genannt. Es gibt aber auch parasitäre Pflanzen, die kein Chlorophyll mehr besitzen und somit auch keine Photosynthese betreiben können. Sie müssen ihre Versorgung komplett über die Wirtspflanze sicherstellen. Solche Parasiten nennt man Holo- oder Vollparasiten. Dazu zählen beispielsweise die tropischen Rafflesien. Sie bilden die größten Blüten der Welt und leben mit Ausnahme der Blüten fast vollständig innerhalb ihrer Wirtspflanze. Dort bestehen sie aus einem Geflecht, das über Haustorien mit der Wirtspflanze verbunden ist. Wurzeln, Spross und Laubblätter bilden Rafflesien nicht aus, lediglich die riesigen, beeindruckenden Blüten.